Mach rein. Wo gehen Sie hin? Zum Kontrollraum geht's die Treppe rauf. Wir müssen Hilfe rufen, schnell. Ja, geht gleich los. Lass mal umgucken, mein Freund. Ihm geht's nicht mehr so gut. So, ich hoffe, der ist nicht tot, wenn wir jetzt gleich zurückkommen. Ein Überfall auf die Roscoe Bank ist. Und tschüss, Kollege. Das Tor war verschlossen. Ich musste einen anderen Weg in den Tunnel finden. Ja, geht klar, lieber Max. Munition haben wir noch ein bisschen. Sehr schön. Hier haben wir noch einen Spind. Und Munition für das ist hier. Sehr schön. Nichts drin, ja? Ja, ich komme doch schon. Alter Schisser. Ein paar Painkiller nehmen wir, so. Sollen wir den Automaten bedienen? Ach komm, ey, ich wollte Cola. Verdammt. Oh mein Gott. Ich will trotzdem eine Cola. Wo ist er hin? Ganz ehrlich, das sind so Sachen, die haben die älteren Spiele einfach viel besser drauf. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass dieser scheiß Wasserspender funktioniert. Nein, 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 nein. Komm schon, Spiel. Spiel. Ach, Spiel. Oh Mann. Das sieht nicht gut aus und wir kommen nicht auf den Desktop. Keine Chance. Problem hatte ich nämlich vorhin schon. Okay, speichern. Also oft speichern, für den Fall, dass es abschmiert. Gut zu wissen. Können wir nichts aufmachen, was ist das? Ich wollte gerade sagen, das sind so Kleinigkeiten, wie das der Wasserspender funktioniert, dass die Toilette funktioniert. Das sind so Sachen, die man bei neuen Spielen einfach irgendwo vermisst. Ja, und da merkt man auch, dass hier die Leute einfach mehr Zeit hatten, um so ein Level zu designen, um auch die Feinheiten in so einem Level zu gestalten. Ja. Natürlich ist das heute noch ein Ticken anders. Heute hat man 100 Mann, die nur daran sitzen, um Gegenstände für das Spiel ja, zu designen und zu implementieren und all so eine Sachen. Aber die müssen wirklich, und das ist nicht böse gemeint, aber die müssen im Akkord arbeiten. Ja, hier ist ein Spiel. Ja, da hat sich jemand wirklich richtig fassbar gedacht. Da sind Leute ambitioniert rangegangen, überzeugt von dem, was sie machen. Und das sind so Dinge, die merkt man einfach. So, weiter geht's. Keine Zeit zu verlieren. Ja, du bist mir gerade ein bisschen. Oh, krass! Kommt denn die alle her? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, hier ist also die Tafel der U-Bahn. Oh, das Telefon ist kaputt. Scheiße. Ich kann keine Hilfe rufen. Wasserspender. Kurz gehustet. So, Beretta-Munition, Diegel nachladen bitte. Noch ein Painkiller, wir haben keine Painkiller mehr.
Ich kann keine Hilfe rufen, ne? Munition haben wir zum Glück noch einiges. Hier kommen wir nicht lang. Aber hier. Oh mein Gott, was? Für was dieser Riesenaufwand, hier alle Leute zu töten? Okay. Haben wir nichts gesehen? Sehr schön. Viermal Painkiller. Der Zug leuchtete wie ein Weihnachtsbaum. Der Strom war wieder da. Okay, dann nehme ich mal stark an, dass wir wieder zum Zug sollen. Ne? So, ich hoffe, der Rückweg ist natürlich noch sauber. Wir verlassen uns mal nicht drauf. Speichern nochmal. Zack. So, mitten. Was zum Teufel? Warum überfällt jemand eine U-Bahn-Station? Können wir jetzt in den Zug rein? Das ist auf einen Knopf. So, das ist kein normaler U-Bahn-Zug. Ah. Dementsprechend auch andere Knöpfe. Ah, okay, okay. Beretta-Munition gerade gefunden, okay. Ja, so geht's natürlich auch, ne? Wenn wir anders nicht reinkommen. Er macht das freihändig, kein Ding für ihn. Ich glaube nicht, dass er das... Ja, Max. Würde ich auch sagen. Na, ich jetzt noch zurück? Ja, ne? Stimmt. Ja. Das ist ein Level hier. Wir müssen die Bullet Time öfter benutzen. Hier wären auch Gasflaschen gewesen. Kommen wir nicht lang. Immer noch verschlossen. Munition. Kapitel 2. Live vom Tatort. Die verrostete Tür führte mich in einen verlassenen Teil des Bahnhofs. Seit den 40ern geschlossen. In der Roscoe Street wurde ein Riesending gedreht. Vielleicht hatte mich Alex deshalb hier treffen wollen, vielleicht auch nicht. So oder so, ich würde es bald herausfinden. Oh, wir sind in einem alten Bahnhof. Die werden wahrscheinlich nicht kaputt gehen. Ein Ticketschalter. So. Munition für die Schrotflinte. Können wir einmal benutzen. Haben wir einen Haufen Munition für. Und hier ist es eingestürzt. Kommen wir nicht lang. Und tschüss, Kollege. Achso, na, ich will die Bullet Time abbrechen, nicht fliegen. Und hallo. Ja. Hey! Wo bist du hin, Kollege? Jo, schön Flug! Unser Leben steht gerade ziemlich gut. Fällt mir. Speichern.
die Fehlschläge zunehmen. Darüber würde ich keine Scherze machen. Ja? Der Bahnhof ist nicht gesichert. Jemand wollte oben den Helden spielen. Das fehlt gerade noch. Oh, das müssen wir noch üben. Das müssen wir noch üben. Komm. Oh, der trifft natürlich sofort. Okay. Wir wissen also, dass wir auf dem Weg sind. Das ist nicht so sehr schön hier. Natürlich nach, ob wir hier noch ein bisschen was finden. Baratta-Munition ist voll. Mehr Schönes? Nicht. Mal eigentlich auf die Baratta wechseln. Also 6. Okay, was war das? Was zum Teufel war das? Hier ist alles soweit. Gib mir den Zünder. Wovon redest du? Den Zünder. Ich dachte, du hättest ihn. Du solltest ihn mitbringen. Ja, genau. Na, machst denn du? Mach ihn fertig. Hä? Wo sind die denn her, Kollegen? Die Tür war vor Ewigkeiten zugeschweißt worden und die Bombe hatte keinen Zünder. Das Gefühl, wir brauchen Zünder. Ein bisschen. Eine Ratte. Ist noch ein Loch. Entschuldigung. Okay, wir sind in der Bank, habe ich mitgekriegt. Ja, die Polizei ist schon da, liebe Leute. Ja, vielleicht mehr. Wechseln wir auf die Desert Eagle, nehmen wir uns einen Painkiller. Uiuiui, die machen ganz schön Damage, muss ich mal so festhalten. Ja, nicht bringen, Kollege. Telefon. Wir melden uns live vom Tatort. Das wollte ich Sie fragen. Hier spricht Deputy Chief Jim Bravura vom NYPD. Stoppen Sie sofort sämtliche kriminellen Aktivitäten und ergeben Sie sich. Sicher, Jim. Die Jungs und ich, wir haben uns unterhalten und allen tut es echt leid. Wir machen sowas bestimmt nie wieder. Wer zum Teufel spricht da? Am Schauplatz eines Bankraubs ertappt zu werden, hätte meine Chancen nicht gerade verbessert. Ah, okay. Er hält also seine Tarnung aufrecht. Schmerzmittel, ja. Kann man gleich zweimal nehmen, ja. Okay, ah. Die Bankräuber hatten ihr Werkzeug auf dem Tisch vergessen. Die Typen hatten genug Sprengstoff dabei, um die Freiheitsstatue in den Orbit zu pusten. Okay, wir haben einen Zünder. Schiss, Volt C fehlt noch. Die Beute der Bankräuber lag auf dem Tisch.
Bankräuber hatten es auf Aktien der Acer Corporation abgesehen. Die Acer-Erfolgsstory ging kürzlich über sämtliche Titelblätter. Okay, sie haben also Paper Shields gekauft, oder wie das, ich glaube Paper Shields heißt es. Scheint eine Menge wert zu sein gerade. So, wir brauchen B. Und schauen mal, wo die Kollegen hin wollten mit ihrem Sprengsatz. Hier liegt doch Gold. Guck mal, die haben mit dem Gold eine Stufen gebaut. Okay, also an dem Gold scheinen sie wirklich absolut nicht interessiert zu sein. Guck mal, nicht lange. Bloß. Können wir das Licht kaputt machen? Ne. Und eine hübsche kleine Animation. Gibt einfach nur 12 Schuss auf der Diegel. Wow. What the heck? Hat er gerade mit einer Granate geworfen? Habe ich das richtig gesehen? Okay. Oh, komm schon. Oh, wir müssen öfter speichern. Wir müssen öfter speichern. Hey Kollege, komm, zack, und weg mit dir. So, gab's bloß Beretta-Munition. Nützt uns jetzt nicht so viel. Was zum Teufel war das? Hier ist alles soweit. Gib mir den Zünder. Lawford, mach dich fertig. Diesmal erschieß ich den. Ach, guck mal, komm schon. Ist gar nicht so einfach hier. Komm schon. Hallo? Speichern. Oder gab es hier irgendwo Desert Eagle Munition? Finde? Nein. Also wir probieren es mal mit der Pump Action Shotgun. Und den ersten überlassen wir mal seinem Kollegen. Hier ist alles soweit. Gib mir den Zünder. Wovon redest du? Den Zünder. Ich dachte, du hättest ihn. Du solltest ihn mitbringen. Ja, genau. Was für Hölle? Deutsches Kollege. So, ne? Die Tür war vor Ewigkeiten zugeschweißt worden und die Bombe hatte keinen Zünder. Hey. So, Leben sind auch ganz gut, speichern. Ich hoffe, dass wir alles noch 20 Mal machen. Ein Schuss für die Liga. Das war zwar eigentlich völlig daneben gehämmert, aber. Jupp. Masse statt Klasse. Einfach reinhämmern. Ja, Kollege, da klotzt du blöde, was? Wir sollten jetzt wirklich nach jedem Gefecht mal so die F5-Taste betätigen. So, nochmal das Gespräch. Kann man wegmachen, ja. Wir melden uns live. Live.
Wir melden uns live vom Tatort. Okay, wir können es nicht wegmachen. Sie fängt einfach wieder von vorne an. Gut, können wir jetzt gerade so nicht ändern, ne? Stoppen Sie sofort sämtliche kriminellen Aktivitäten und ergeben Sie sich. Sicher, Jim. Die Jungs und ich, wir haben uns unterhalten und allen tut es echt leid. Wir machen sowas bestimmt nie wieder. Wer zum Teufel spricht da? Am Schauplatz eines Bankraubs ertappt zu werden, hätte meine Chancen nicht gerade verbessert. So, wir haben mal C. Die Beute der Bankräuber lag auf dem Tisch. Die Bankräuber. Das. So, okay. Haben sie in die Mitte gelegt, damit es nicht runterfällt. Haha, sehr gut gemacht. So, speichern? Ach nee, brauchen wir noch nicht speichern. Wir müssen ja noch in A. Was ist denn das? Please wait behind the line. Okay. Roscoe Bank Deposits. So. Wir hatten ihr Werkzeug auf dem Tisch weg. Die Typen hatten genug Sprengstoff dabei, um die Freiheitsstatue in den Orbit zu pusten. So, zack, B. Nochmal Spaß. Haben wir das ganze Schmerzmittel gerade her? Dann gönnen wir uns doch gleich mal ein paar. So, können wir aber jetzt einen Rückweg überleben hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gestorben war. Irgendwo kam doch gleich. Ah, hier. Los, auf den Weg! Oh, what the heck? Alter Schwede. Alter! Krass, die wehren sich ganz schön. Haben wir die Painkiller ja schon eingesammelt? Ja. Wehren die sich denn so? Wir haben aber dummerweise auch noch zwei Schuss in der Liga. Das ist so nicht so hübsch, ne? Ich habe mir übrigens nicht getestet, ob das Speichern funktioniert. Also. Ja! Du guckst der Blöde, hä? Einfach hochgerannt komme! Habt ihr jetzt davon? Speichern? Munition, das hat Igel. Ja, haben wir da 22 Schuss. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Ich glaube, gesund. Da kommt eine Tür geflogen. Werte Kollegen. Das muss ich aber mal kurz, ganz kurz gucken, die Aufnahme. Ob die auch so stockt wie bei mir auf dem Monitor. Nicht, dass ich hier schön spiele und keiner sieht was. Himmel, fast hätte ich auf dich geschossen. Alex, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Was zum Teufel ist hier los? Hier liegen ja mehr Tote rum als im Leichenschauhaus. Ein bewaffneter Überfall. Ein Tunnel durch die alte Mauer des Bahnhofs, direkt in den Tresorraum der Bank. Hast du deshalb... Ist das Lupinos Ding? Das war Lupino? Lupinos Männer? Bist du sicher? Du hast einen Riecher für den richtigen Ort. Kommst du da durch? Nein, ist abgeschlossen. Wir müssen hier raus. Wenn das Lupino ist, dann... Alex? Alex! Ich konnte nichts mehr tun. Er war tot. Die leeren Augen blickten mich anklagend an. Oh mein Gott. Jeder, der mit uns zu tun hat, stirbt.
Jeder stirbt einfach. Was? Kann man ja nicht mal kurz Ruhe innehalten? Steht auf dem Schild Subway Card. Ja, darf ich Sie bitten, Ihre Karte vorzuzeigen? Dankeschön. Oh! Zur Belohnung. Schieb mir ein paar Schmerzmittel rein, ja. If you seen this missing person. Oh. Wenn zwei Leute vermisst oder noch ein dritter, dessen Bild wir nicht sehen können. Okay. Das ist auch sowas, was mich bei speichern. Neueren Spielen oft nervt. Man kann oft selbst, obwohl die Spiele technisch viel besser dazu in der Lage sind, solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel eben solche Informationen an der Wand darzustellen, wird es nicht gemacht. Sie sind trotzdem verwaschen und sie sind nicht zu erkennen. Und es muss doch nicht sein. Ja. Was? Ich bin übelst drauf aus, hier irgendwelche Secrets zu finden. Ist leider einfach so. Die Kugeln schweben am Boden. Oh, wir haben keine Munition. Es ist alles okay, nur. Jo, guten Flug! Weg mit dir, du Wichser! Die Gemuni ist leer, wir wechseln mal auf die Beretta. Woher, ich muss bitte Ihre Fahrkarten kontrollieren, danke! Hier bitte Ihre Quittung. Okay, also 8 ist das Maximum. Das Exit Gate Control. Was ein Riesenknopf! Um Tor zu öffnen. Hä? Möchte ich mal so festhalten. Da sind die anderen Bilder. Vor allem die Bilder sind so detailliert, das ist 100 Pro, das ist ein Easter Egg. 100 Pro. Vielleicht von Entwicklern oder so. Oh! Sehr hübsch. Hä, was haben wir jetzt aber aufgemacht? Noch irgendein Tor geöffnet? War das hier unten? Haben jetzt eigentlich Granaten? Ah, wir haben Granaten auf der 5. Eine. Wir haben auch noch 5 Schuss für die Desert Eagle. Ach, die sind jetzt bestimmt offen. Oder? Hä? Was haben wir geöffnet? Ich bin gerade verwirrt. Danke, meine Fahrkarte. Bitteschön. Ach, open. Wir haben es zweimal bedient. Auch sowas. Jetzt muss ich nur kurz ein bisschen affirmieren. Hier wurde eine Mechanik in ein Spiel eingebaut. Das heißt, dieses Tor und dieser Knopf, die sind verbunden. Ja, wie auch immer in der Engine, über ein Event, was auch immer. Und in den neuen Spielen ist sowas immer so eine Art Quicktime-Event. Das heißt, man drückt es einmal und dann ist es geschehen. Und hier ist es wirklich eine funktionierende Mechanik eingebaut, sodass man das Ganze wieder schließen kann. Jetzt geht's nicht mehr. Ja, und löst keine Events oder so. Also das ist nicht reine Eventmechanik. So, wen haben wir hier? Sind das alles verschiedene? Ja, sind alles verschiedene Personen. So viele Leute werden hier vermisst. Ah, okay. Wieder hoch.